Hallo. Lecker. Also ich versuche, also mit diesem OBS aufnehmen, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Weil bei DxTuri habe ich ja einfach nur eine Taste, die ich dann drücken kann. Und so habe ich ja das Programm, was ich erstmal wieder öffnen muss und so. Ist ein bisschen ungewohnt. Du schaffst das schon. Ja, na klar. So, ob das Eisen jetzt fertig ist? Vor allen Dingen, jetzt habe ich ja extra den Zaun abgebaut, um das Huhn rundherum zu basteln. Jetzt finde ich das Huhn nicht mehr. So, jetzt muss ich mir langsam überlegen, was ich überhaupt mache für einen Quatsch. Dass die immer aus dieser Bretterbude rauskommen. Du hast schon ein Haus? Naja, als Haus würde ich das nicht bezeichnen. Ja, ich schlafe immer noch hier auf dem Gelände. Ich habe noch nicht mal ein Haus. So, mein Gott. Ist denn das Huhn hin? Es lässt mir keine Ruhe. Ja, wo ist denn das Huhn, Püppi? Was hast du denn gemacht mit dem Huhn? Ja, das frage ich mich auch. Das ist einfach abgehauen. Ja, kann das ja nicht. Einfach von meinem Grundstück runtergelaufen. Hast du bestimmt vergessen zu füttern. Ich kann es aber nicht füttern. Ich hab kein Getreide. Ja, finde den Fehler, deshalb ist es auch weg. Das dauert aber auch lange, dieses Getreide. Hat sich gedacht, ne, gibt mir nichts zu futtern, dann geh ich woanders hin. Kommt bestimmt gleich hier angerannt und sagt, hör mal, Freezy, hast du was zu essen für mich? Dann sag ich, nee, hab ich auch nicht. Aber hier ist ein Schwein. Dann zäune ich wenigstens das Schwein ein. Ich darf aber hier Holz abbauen, oder? Jetzt haut das Schwein ab. Schwein! Geh zurück! Du bist sehr beliebt, man merkt es gerade, ne? In den Zaun. Genau, da bleibst du jetzt. Ich war dumm. Ja. Ins Bett. Ins Bett. Aber Mutti, ich bin doch noch Ich gar nicht liege. müde. Moment, aber ich habe doch noch gar nicht die Zähne geputzt. Egal, ab ins Bett. Aber ich muss doch noch die Meersau füttern. Ach, das wird schon nicht sterben. Aber Hausaufgaben machen. Na gut. Gute Nacht. Ja, ich sehe das Zombie anlaufen. Oh, wo ist es? So, Freezy hat den Chip getestet. Ja, du hast ein bisschen zu lange gebraucht mit dem ins Bett gehen, weil es hätte nicht lange gedauert und das Zombie hätte mich angegriffen. Das Zombie. Ja, das Zombie. Hier ist noch eine Spinne auf meinem Grundstück. Ah, Freezy, du brauchst zu lange, um ins Bett zu gehen. Du hast mir ja gar nichts gesagt. Als du das Kommando ins Bett gegeben hast, da war ich ja noch. Da war ich ja nur mitten bei die Holzfällers. Ja, da musst du alles stehen und liegen lassen. Warum denn? Schwarz-Eich, Holz hier. Wo ist denn das Huhn hin? Mano. Menno, sagt sie. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier und überlegen, was sind das eigentlich für komische Wasserfälle hier? Ach so, das sind die Wasserfälle. Ist okay. Das ist einer meiner 27.000 Grabsteine. Was machen wir denn jetzt mal? Was Jetzt machen wir denn jetzt? meine Steinachse ist kaputt. Wieso kann ich denn nicht über den Zaun hüpfen? Nee, das geht nicht. Ist ja voll unrealistisch. Wäre ich im echten Leben wie ein beweglicher Hürdenspringer, wie ein junges Reh drüber gehüpft und hätte mich ziemlich auf die Schnauze gelegt, wahrscheinlich. Verdammte. Na? Da kommt von hinten so ein Scheiß. Links hier, weißt du, oder mal von hinten. Pfui. Hinterhältig.
Hat sich im Wald versteckt, die Sau. Daneben, daneben. Ah, ich brauche noch zwei Getreide. Körner. Körnasse. Wie komme ich denn an so einen Fernkämpfer ran? An so einen Fernkämpfer? Ja, so einen Bogenschützen. Einfach hingehen und eher klatschen. Liebe YouTube-Gemeinde, sagt meine Zeugen, ich werde die Pippi-Taktik anwenden. Wie, ich werde sterben. Wehe. Dann ist das Video für immer böse mit der Pippi. Ach, Fabelabab. Da ist das Huhn! Ich hab das Huhn gefunden! Es ist nicht auf mein Grundstück. Mein Getreide ist, glaube ich, noch nicht so weit. So, du Kanal. Also nicht du, sondern das. Ne? Sollte was leckeres gebratenes Schweinefleisch machen. Nam. Was hast du denn? Mein Getreide ist nicht schnell genug am Wachsen. Und deshalb auch das Huhn ab, oder wie? Ja. Nein, meine Taktik war, ich baue mir Getreide an und locke damit das Huhn und ein Schwein an. Und gleichzeitig mache ich mir daraus noch Brot, damit ich halt selber noch was zum Kauen habe. Aber, ja. In der Theorie klingt das auch ganz gut, ja. Aber in der Praxis ist das nicht so durchführbar, wie ich dachte. So. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Physik kann zählen. Kennst du Graf Zahl? Vom Namen her, glaube ich, ja. Von der Sesamstraße, dieser komische, was war das, der komische Vampir, der immer zählt? Kann gut möglich sein. Sag mal, kannst du mir gerade mal verraten, was ich hier für Scheiß baue? Nee, nicht wirklich. Was mache ich denn hier? Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, was ich hier mache, macht, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Vielleicht muss ich ja hier eine Fackel hinpacken. Damit das mehr Licht hat. Was ich jetzt eigentlich nicht glaube, aber. Wann sollen denn die Folgen eigentlich immer kommen? Rauskommen. Ich bin ehrlich gesagt immer zu faul, wenn ich da morgens auf den gucke. Da sind dann 7 ganz neue Nachrichten, die am Wohl zu lesen. Ganzen Nachrichten. Achso, das kann, also, weil wenn die Folgen erscheinen, meinst du jetzt? Mhm. Das, glaube ich, kannst du selber dir aussuchen. Oh, ich habe ja noch einen Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, der Westflügel ist fertig. Das sieht vielleicht komisch aus. Das sieht komisch aus. Jetzt brauche ich noch einen Mauerdurchbruch. Ein Holzdurchbruch. Holzmauerdurchbruch. Na, wie auch immer. Verstehst du nicht, ne? Nee. Verstehst du selber nicht. Pack hier einfach mal noch eine Fackel hin. Sag mal, was fliegt da eigentlich für eine Insel in der Luft? Keine Ahnung. Das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Wenn ich jetzt wüsste, über eine Treppe bauen. Du, bei mir sind die ganzen Rezepte auch komplett aus dem Kopf raus. Oh, ich habe ein Schwein und noch ein Schwein auf mein Grundstück! Ein Affe und ein Pferd. Und ich habe folgendes Problem.
Folgendes Problem hat sich aufgetan, dass ich kein Getreide habe, um das Schwein anzulocken. Ja, das ist natürlich fatal, ne? Pippi, was machen wir denn da? Ich weiß es nicht. Geh doch mal zum Bäcker um die Ecke. Also, erstmal brauche ich ein größeres Gehege, weil das Schweinegehege, also da sollen allgemein Tiere reinkommen, das ist zu klein. Das ist voll demotivierend alles. Ja, und dann kommt nämlich dann das nächste Problem. Wie stellt man gleich nochmal Zäune her? Stöcke. Nur Stöcke? Ja. Ach genau, nur die unteren Reihen waren das ja. Ich erinnere mich. Voll demotivierend. Findest du? Alles voll die Pros hier mit mir gespielt. Und ich bin ja verzweifelt versuche mir irgendwas. Ich weiß das doch jetzt auch nur, weil du mir das erzählt hattest. Ja, das dachte ich. Wie das hier aussieht, das geht doch so nicht. Da müssen wir die Tine Wittler anrufen. Die macht mir die Bude schön. Oder frisst mir den Kühlschrank leer. Eins von beiden. Für Fenster brauche ich sein Regenglas. Ja. Habt ihr das gehört, Leute? Aufgepasst hat er. Ich kann Sand nicht finden. Kann ich den so abbauen oder brauchst du Schaufel? Ist egal, ne? Kannst du machen, wie du willst. Wie ich lustig bin?